Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und so wollte ich heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das man leider nicht mehr im Spiel kriegen kann. Ich möchte es euch dennoch vorstellen, weil die Art an Toys immer wieder kommen und das vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen eine Vorbereitung ist auf die nächsten Toys. Um was geht es genau? Und zwar geht es um hier ein Banner und da haben wir mittlerweile schon insgesamt 3 Stück. Und diesmal geht es hier um das verhülltes Banner der Opportunen. Und ihr seht schon, da ist ein relativ langer Text auch vom All the Things mit dabei. Und es steht unten dran, dass das leider removed ist. Diese verschiedenen Banner habe ich euch in anderen Videos schon vorgestellt. Das ist jetzt aus der 4. Season. Es gab eins von der 3. und auch eins von der 2. Season. Und diese Banner bekommen wir immer über bestimmte Tournaments von Blizzard oder auch von externen Quellen wie das letzte, aber da werden wir gleich drauf eingehen. Ich würde sagen, wir gucken es uns jetzt als erstes an, wie das Banner aussieht. Stellen wir das einmal hier auf, verhülltes Banner der Opportunen. Ihr seht, wenn ich es aufstelle, dann leuchten alle Leute so golden und jubeln. Und hier seht ihr einmal, schauen wir es mal von vorne an, wie das Ding hier aussieht. Wir können auch noch die anderen aufstellen, dann haben wir so einen kleinen Vergleich. Stellen wir mal hier noch das eine Banner auf. Und da noch das nächste. So, das sind die 3, die es aktuell gibt. Und zwar seht ihr, die sind jetzt nicht so sonderlich spektakulär. Die haben einfach ein bisschen andere Farben. Es gibt hier das Schwarze, dann das Lilane, würde ich sagen, und Rot. Wahrscheinlich Farbkenner würden jetzt sagen, das eine ist irgendwie, keine Ahnung, ein Weinrot und das ist ein Flieder oder keine Ahnung. Also ich kenne mich nicht aus, aber auf jeden Fall 3 verschiedene Farben haben wir. Und das, jetzt gucke ich mal, ich glaube, das, was ich links aufgestellt habe, das Rote war aus Season 2, das Schwarze ist aus der Season 3 und das Lederne müsste aus der 4. Season sein. Wo genau kriegen wir das jetzt her? Und zwar, wir haben hier schon einen kleinen Text dabei stehen. Das gibt es durch 2 verschiedene Events, hat es gegeben. Das Event, was quasi die anderen beiden Banner auch immer abgedeckt hat, ist einfach der Great Push, den man quasi jetzt die letzten 3 Seasons hatte mit dieser extra Belohnung. So habe ich mir geholt. Es gab auch noch ein extra Event, quasi, wo man sich auf Radio anmelden konnte. Das war Break the Meta. Und bei beiden Events ist es so, dass man 2 15er Keys in Time spielen musste. Beim Break the Meta war ich selber nicht dabei, weil ich mir das vorher schon geholt habe über den Great Push. Beim Great Push muss man sich auf einer Seite vorher anmelden. Ich kann euch das auch mal zeigen. Das ist vielleicht beim nächsten Mal, jetzt wenn den Dragonflight Business weiterführt, schon mal im Vorhinein wisst. Und zwar gibt es eine Seite, die schimpft sich gamebattles.majorleague.com und auf dieser Seite muss man dann mit seinem Battle.net-Account sich einmal, glaube ich, verknüpfen, genau, sich dann hier einen Account machen und dann kann man sich ein Team erstellen. Und bei diesem Team muss man dann dementsprechend insgesamt 5 Leute haben, wo man sich, bevor dieses Tournament anfängt, anmeldet und dann wird das Team freigeschalten. Dann gibt es auch eine Freischaltung bei Blizzard. Man kriegt dann Zugang zu den Turnier-Reams. Und zwar, ihr habt ja, wenn ihr euch einloggt, quasi eure Serverliste und unten habt ihr die Sprachregion. Ne? Da habt ihr Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch und so weiter. Und wenn ihr den Turnier-Ream freigeschalten habt, dann ist ganz der letzte Tab Turnier und dann könnt ihr euch auf dem Turnier-Ream einen Char erstellen. Da gibt es dann Händler, die euch komplettes Max-Gear und alles verkaufen. Also ihr könnt dann wirklich wie im Spieleparadies quasi alles aussuchen, was ihr haben wollt. Und dann gibt es auch vorgefertigte Keys, die könnt ihr spielen. Das waren jetzt in den verschiedenen Seasons, wo ich das Ganze gemacht habe, waren das immer 2, die alle spielen konnte und die kann man einfach hochpushen. Und die besten Leute spielen dann am Ende um das Preisgeld. Das ist aber jetzt für dieses Toy irrelevant, sondern für das Toy müsst ihr einfach auf diesen Turnierring mit eurem Team 2 Keys spielen. Bei uns war es jetzt so, dass ein Spieler ausgefallen ist und wir haben einen 15er Key einfach zu, oder 2 15er Keys zu viert gemacht. Man muss das Ganze in Time spielen. Mit dem absoluten Max-Gear ist jetzt ein 15er Key mit Leuten, die sonst im 20er Bereich unterwegs sind, gar kein Stress. Also das ging relativ easy. Das Problem ist halt, man muss sich relativ weit vorher anmelden und wenn dann jemand nicht kann oder in dem Fall hatte derjenige Internetprobleme, dann stehst du halt da, du kannst halt nicht mal so eine Ersatzperson schnell holen, weil man sich mit allen quasi vorher anmelden musste. Genau. Es geht zwar, dass man dann auch mit anderen Leuten spielt, die sich in einem anderen Team registriert haben, aber im Normalfall registrieren sich ja die Teams zusammen, um dann mit diesen Leuten auch spielen zu können. Genau, soweit sind das die Informationen.
Wie gesagt, die Banner kann man aktuell nicht mehr kriegen. Vielleicht kommen die irgendwann mal wieder über ein anderes Event rein. Ich vermute aber, dass Blizzard das Ganze weiterführen wird und dann in Dragonflight dementsprechend auch in den Seasons wieder verschiedene Sachen anbietet. Vielleicht dann nochmal andere Sachen. Vielleicht bleibt es nicht nur bei Bannern, sondern gibt es auch Toys oder Mounts. Und jetzt wisst ihr schon mal, wie ihr euch anmelden könnt und wie das Ganze funktioniert. Die Items gibt es dann ein gutes Stück, nachdem das Turnier zu Ende ist. Das ist teilweise dann einen Monat später erst. Also ich musste relativ lang warten, bis ich dann auch meine Belohnung krieg, habe ein bisschen noch zittern müssen, weil ich nicht genau wusste, wir waren jetzt nicht mit dem kompletten Team drin, aber hat trotzdem an der Stelle geklappt. Gut, das sind soweit die Informationen, die Banner habt ihr gesehen und ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der dann in Dragonflight sich noch eine Belohnung dadurch holen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Toy Farmen, euch bis zum nächsten Mal, ciao!